Die einfachste Methode, die restliche Reichweite bei einem Tauchgang zu kalkulieren, basiert auf der Berechnung des Druckunterschieds pro Zeiteinheit, das heißt der Bar pro Minute. Stellt euch vor, ihr seid auf Tauchtiefe und stellt einen Druck von 180 Bar fest. Nach 10 Minuten auf gleicher Tiefe zeigt das Finimeter 120 Bar an. Das heißt, ihr habt 60 Bar in 10 Minuten verbraucht oder 6 Bar in der Minute. Wie lange hält die Luft in der Gasflasche noch vor, wenn ihr auf gleicher Tiefe bleibt? Die Berechnung ist auch während eines Tauchgangs einfach. Wenn der Verbrauch 6 Bar in der Minute beträgt, reichen die restlichen 120 Bar Luft für 20 Minuten. Haltet